Es ist bereits der 84. Sprung und ich werde langsam müde. Ich werde schwach. Wieso will sie mich nicht? Wieso gibt es keine Zeitlinie, in der sie mich nicht ablehnt? Ein einfacher Sprung reicht einfach nicht mehr aus. Es läuft immer auf dasselbe hinaus. Auch wenn ich es noch nie getestet hatte. Und auch wenn ich Gefahr laufe, mich zwischen den Zeitlinien zu verlieren. Ich muss es machen. Ich habe keine Wahl. Ich werde meine letzten Kräfte sammeln und den gewagtesten Sprung versuchen. Ein Sprung in die Zukunft. Dimitri, du wusstest, dass irgendwann dieser Zeitpunkt kommen wird. Und nun ist es soweit. Wir müssen Abschied nehmen. In den letzten Monaten bist du mir sehr stark ans Herz gewachsen und ich hatte noch nie einen Freund so wie dich gehabt. Und du glaubst es mir nicht, aber es gibt Zeitlinien, wo du für mich alles andere als ein guter Freund bist. Aber so sehr ich dich auch liebe, habe ich eine Bestimmung. Lass mich gehen, Dimitri! Du musst mich gehen lassen, Dimitri! Damit du mich niemals vergisst, kriegst du meinen Ring. Bitte behalt ihn bei dir und verliere ihn niemals. Ich muss gehen. Welches Datum? Ich hab's geschafft. Ich bin in die Zeit gereist, wo es eine Vollversion von One Night Stand gibt. Hi! Jetzt versuchen wir es zum dritten Mal, endlich sie für uns zu überreden. Das letzte Mal, dass wir versuchen, sie zu überreden. Also stell dich nicht so an und nimm mich! Wenn ihr mehr ins Detail gehen wollt, guckt euch die vorigen Episoden an. Ansonsten hier eine kleine, undetaillierte Zusammenfassung. Ein Typ hat einen One-Night-Stand mit einer Frau, hat aber so viel gesoffen, dass er sich an nichts mehr erinnern kann. Eines weiß er jedoch, und zwar, er will mit ihr mehr als nur einen One-Night-Stand. Er kriegt eine Abfuhr. Anschließend erfindet er eine Möglichkeit, in der Zeit zurückzureisen, um es nochmal zu versuchen. Er kriegt eine Abfuhr. Letztendlich hat er nichts erreicht und sitzt nun in der Vergangenheit fest und trauert um seinen jämmerlichen Verlust. Punkt. Mein Kopf, mein Bauch, ja, wir sind gerade erst aufgewacht, ja. Wir wissen nicht, was letzte Nacht passiert ist. Das wollen wir jetzt alles herausfinden. Das Handy. Das kennen wir schon alles. Das haben wir schon so oft gesehen. Deshalb springen wir nach vorne. Da, wo es spannend wird. Da, wo die liebe Robin aufwacht und mit uns kommuniziert. Okay, sie ist raus aus dem Zimmer. Das erste, was wir auf jeden Fall machen werden, ist ihr Portemonnaie angucken. Und wir wollen auf jeden Fall, dass sie ihren Namen wissen, ja? Ich weiß zwar ihren Namen schon, aber die Figur hier kennt den Namen noch nicht. Deshalb sollten wir auf jeden Fall uns den Namen vorher angucken. Damit unsere Lügengeschichten halbwegs auf Fakten basieren. Louise? Morel? Was ist hier passiert? Sie ist doch Robin. Bin ich etwa in einer Parallelwelt gelandet? In einer Welt, wo ich eine komplett andere Frau getroffen habe? Nice. Vielleicht ist sie ja nicht so garstig und ablehnend und verletzend. Oh, da kommt sie. Oh, hey. Hi. Louise. Die sieht absolut nicht so aus wie auf dem Foto. Ist das vielleicht eine Falle? Hübsches Apartment. Oh, danke. Ich teile es mit meinen... Das ist eine Wohngemeinschaft? Was ist, wenn das Portemonnaie von jemand anderen ist und wir werden jetzt wirklich in eine Falle gelockt? Das kann doch nicht sein, dass nur weil das Spiel jetzt plötzlich eine Vollversion bekommen hat, sie plötzlich einen komplett anderen Namen hat. Das ist eine Falle. Sie ist Robin, nicht Louise. Sie fragt gerade, welche Bar es überhaupt war, wo wir uns getroffen haben. Ich möchte nicht getestet werden. Die Sandbar? Paradox? Die Heartbeats Bar? Oder ich erinnere mich nicht. In den letzten Versuchen, die ich hatte, habe ich immer versucht, ehrlich zu sein. Und das hat nichts gebracht. Ich habe hier einen Flyer von der Sandbar gefunden, wie auch eine von Paradox. Vielleicht hätte ich, wenn ich ein bisschen mehr rumgeguckt hätte, hätte ich vielleicht auch noch was zu Heartbeats gefunden. Aber Paradox war, glaube ich, eher so ein Club. Und die Sandbar war eher eine Kneipe. Aber wer weiß. Ich nehme mal die Sandbar. Sandbar? Wirklich? Ja, warum? Das heißt, du bist zurückgegangen? Hä? Moment, du meinst, wir waren in mehreren Kneipen als nur eine? Moment, du erinnerst dich nicht? Fuck! Naja, ich erinnere mich an deinen Namen. Louise. Oh, heißt jetzt wirklich Louise? Wie hast du mich gerade genannt? Ah,
Das ist doch dein Name. Ist es nicht? Nein. Ich bin unter Druck. Wie bist du überhaupt auf Louise gekommen? Oh nein. Du warst nicht mehr im Zimmer, als ich aufgewacht bin. Also dachte ich mir, hey, du stöbere ich doch mal einfach deine privaten Dinge. Das kommt bestimmt gut. Moment mal. Hast du etwa in meine Brieftasche geschaut? Nicht sonderlich wortgewandt, mein Freundchen. Sie hat mich rausgeschmissen. Okay, sie ist weg. Diesmal darf ich nicht auf ihr Portemonnaie klicken. Okay, jetzt fragt sie nach dem Namen schon wieder. Und da ich jetzt diesmal nicht in ihr Portemonnaie geschaut habe, bin ich gespannt, was jetzt kommt. Oh mein Gott! Egal, was ich mache, ich bin ein Stück Scheiße. Das ist peinlich. Also sind deine Erinnerungen ein wenig durcheinander. Ja. Vielleicht kann ich dir dabei auf die Sprünge helfen. Ja, bitte. Ich saß so gegen 10 Uhr im Paradox Nachtclub an der Bar und dann kamst du vorbei und hast mich angesprochen. Wir haben gemeinsam getrunken, sind dann irgendwann weitergegangen in die Sandbar und danach erinnere ich mich auch nicht so ganz, was passiert ist. Okay, ab hier, wenn sie sich kaum an etwas erinnern kann, ich kann mich an gar nichts erinnern, sind wir doch schon mal an einem guten Punkt angekommen, oder? Ah, jetzt kommt die Stelle, wo sie wegrennt und kotzen muss. Okay. Bis gleich. Viel Spaß. Jetzt kann ich auswählen. Helfe ich ihr oder bleibe ich hier? Letztes Mal gab es diese Auswahl nicht. Und ich wollte ihr helfen. Ich wollte raus ins Badezimmer und ihr helfen. Und dann konnte ich nur auswählen, raus aus dem Zimmer zu gehen. Und als ich das gemacht habe, bin ich komplett aus der ganzen Wohnung raus gewesen und bin abgehauen. Jetzt sind wir an dem Punkt wieder angekommen, wo letztes Mal alles gescheitert ist. Warte ich hier oder gehe ich und helfe ihr? Diesmal liegt es an dir. Entscheide du, welchen Weg soll er gehen. Klicke auf eine der Schaltflächen und bestimme somit sein Schicksal.